Une affaire française. Diesmal geht es um Frankreich. Und wir haben wunderbare Stücke vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik zu einem wunderbaren Strauß französischer Musik zusammengebunden. Mit der Opening Night feiern wir ja traditionell unsere Verbundenheit auch mit unserem Publikum. Es ist ein Fest für die Musik und es ist die Gelegenheit, auch das Orchester und meine Wenigkeit ein bisschen kennenzulernen. Als Altus, als Countertenor ist Philipp Jaruski dabei, unser Residenzkünstler. Sopran singt die wunderbare Judith von Wanroy. Dazu der NDR-Chor und das NDR-Elbphilharmonie-Orchester. Die französische Musik steht ja in dem Ruf, generell etwas leichter zu sein. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Franzosen generell dazu tendieren, das Leben insgesamt etwas leichter zu nehmen. Ich finde das herrlich, diese Musik jetzt hier zu machen. Und das ist zugleich eine sehr große Herausforderung. Denn die sogenannte leichte Muse, sie ist sehr, sehr schwer. Wir haben ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, dass sich diese Freude auch auf unser Publikum überträgt.